Generell brauchst du für ein Studium in Deutschland, für deutschsprachige Studiengänge, in der Regel ein C1-Zertifikat. Zum Beispiel das Zertifikat TELC C1 Hochschule. Ich bin selbst zertifizierte TELC-Prüferin, arbeite regelmäßig als Prüferin und bereite in meinen Sprachkursen meine Schüler auf die Sprachprüfungen vor. Und in diesem Video möchte ich euch einige wichtige Verben erklären, die du vor allem an der Universität hören wirst. Ich habe selbst viele Jahre studiert, da ich neben meinem Bachelor in Lehramt auch einen Bachelor in Politikwissenschaften abgeschlossen habe. Ich würde also sagen, dass ich viel Erfahrung habe mit dem Wortschatz, den wir täglich an der Universität verwenden. Mal sehen, ob du bereit bist für das Studium in Deutschland. Los geht's! Nachdem du eine Zulassung von deiner Universität erhalten hast, musst du dich erstmal immatrikulieren. Das bedeutet, dass du dich offiziell an der Universität einschreibst. Du musst beispielsweise einige Dokumente einreichen. Unter anderem einen Nachweis über deine Krankenversicherung und du musst natürlich den Semesterbeitrag bezahlen. Aber wenn du an einer öffentlichen Universität studierst, dann gibt es in der Regel keine Studiengebühren. Wenn du alle notwendigen Schritte beendet hast, könntest du Folgendes sagen: Ich habe mich erfolgreich immatrikuliert. Wenn du vorher jedoch bereits an einer anderen Universität studiert hast und jetzt wechseln möchtest, dann musst du dich erst an deiner alten Universität exmatrikulieren und dann kannst du dich an der neuen Universität immatrikulieren. Exmatrikulieren ist also das Gegenteil von immatrikulieren. Es kann jedoch auch unter bestimmten Umständen passieren, dass deine Universität dich exmatrikuliert, wie in dem folgenden Beispiel. Hier hat der Student nicht fristgerecht den vollständigen Semesterbeitrag überwiesen. Und das hat dann zur Exmatrikulation geführt. Also aufpassen. Am Anfang einer Vorlesung könnte der Professor den Studierenden Folgendes sagen: In dieser Vorlesung werde ich die verschiedenen Bereiche der Makroökonomie thematisieren. Oder auch: Die Vorlesung wird die verschiedenen Bereiche der Makroökonomie thematisieren. Auch wenn du eine Hausarbeit schreibst, könntest du das Wort thematisieren verwenden. Zum Beispiel: Im Rahmen dieser Bachelorarbeit möchte ich die Auswirkungen von sozialen Medien auf die Bundestagswahl thematisieren. Am Anfang einer Veranstaltung ist es üblich, dass erstmal allgemein in das Thema eingeführt wird. Zum Beispiel: Der Dozent wird in den ersten Vorlesungen in das Thema der Thermodynamik einführen. Oder auch: In diesem Seminar werden wir verschiedene neue Forschungsmethoden einführen. In diesen beiden Beispielen geht es also darum, dass die Studierenden etwas Neues lernen. Man könnte auch sagen, sie werden an das neue Thema oder einen neuen Wissensbereich herangeführt. Das Verb einführen können wir aber auch auf Organisatorisches beziehen. Zum Beispiel: In diesem Seminar werden wir eine Anwesenheitsliste einführen und die Fehlzeiten aller Studierenden genau protokollieren. Die Studierenden werden also über die Änderung informiert. Vielleicht gab es vorher keine Anwesenheitsliste und diese wurde wieder neu eingeführt. Als Synonym für das Verb verweisen könntest du auch hinweisen nutzen. Zum Beispiel: Der Professor verweist auf weitere Lehrwerke, die bei der Klausurvorbereitung helfen können. Der Professor macht die Studierenden also auf bestimmte Bücher aufmerksam, die den Studierenden beim Lernen helfen können. In vielen wissenschaftlichen Werken wirst du auch Verweise auf andere Werke und Autoren finden. Hier wird also darauf hingewiesen, dass die Informationen aus einem anderen Werk stammen. Ein ganz anderes Beispiel von Verweisen ist, wenn du eine Person von einem bestimmten Ort wegschicken möchtest oder wenn du jemanden verbietest, dass die Person sich an dem bestimmten Ort aufhalten kann. Zum Beispiel: Die Professorin verweist die Studierenden aus dem Vorlesungssaal, da die Studierenden dort geraucht haben. Wenn man einen Text schreibt, dann ist es häufig eine gute Idee, dass man den Text in unterschiedliche Abschnitte gliedert. Gerade in der Wissenschaft, also auch an der Universität, ist es besonders wichtig,
dass Texte eine klare Gliederung, also eine klare Struktur aufweisen. Das bedeutet also, dass du den Text in unterschiedliche Abschnitte oder Teile unterteilst. Deine Dozentin könnte in einem Seminar beispielsweise Folgendes von dir verlangen. Bitte lassen Sie mir einen Tag vorher die Gliederung Ihrer Präsentation zukommen, damit ich einen ersten Blick darauf werfen kann. Deine Dozentin möchte also, bevor du deinen Vortrag erhältst, so grob wissen, welche Punkte du in deinem Vortrag ansprechen wirst. Auch für die Benotung von Arbeiten kann der Aspekt der Gliederung eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel könntest du folgendes Feedback erhalten. Ihre Arbeit ist sinnvoll gegliedert. Ein weiteres Beispiel wäre, das Lehramtsstudium gliedert sich in drei Teile. Einmal das erste Unterrichtsfach, das zweite Unterrichtsfach und dann den großen Teil der Erziehungswissenschaften. Gerade wenn du selber eine wissenschaftliche Arbeit, zum Beispiel eine Hausarbeit, schreiben sollst, dann ist es wichtig, dass du die Informationen gründlich recherchierst. Du betreibst also eine Recherche. Naja, das bedeutet, dass du Informationen zu einem bestimmten Thema sammelst. Vielleicht gehst du in die Bibliothek, schaust dir verschiedene Bücher an oder recherchierst im Internet. Das Verb recherchieren benutzen wir jedoch manchmal auch im Alltag. Beispielsweise, lass uns heute Abend mal recherchieren, wie viel die Flüge nach Spanien aktuell kosten. Auch hier geht es also darum, dass wir gründlich nach Informationen zu einem bestimmten Thema suchen. Exerpieren, ein kompliziertes Wort, was meiner Meinung nach auch viele Muttersprachler nicht kennen. Warum unterrichte ich euch dann so komplizierten Wortschatz? Naja, als ich damals an der Universität war, habe ich das Wort überhaupt nicht verstanden. Gleichzeitig wurde jedoch von uns Studierenden erwartet, dass wir das Wort verstehen. In meiner ersten Woche an der Universität hat mein Dozent von uns Studierenden im Seminar nämlich Folgendes gefordert. Bitte exerpieren Sie zur folgenden Woche diesen Text. Zum Glück war ich nicht die Einzige, die dieses Verb nicht verstanden hatte, und ein anderer Studierender hat sich gemeldet und nochmal nachgefragt, was das genau bedeutet. Naja, daraufhin haben wir auch nur folgende Antwort bekommen. Bitte verfassen Sie ein Exerpt. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich genau, ein Exerpt und exerpieren? Die Goethe-Universität aus Frankfurt liefert folgende Definition. Das muss ich vorlesen. Exerpieren bedeutet, die wichtigsten Aussagen eines Textes schriftlich festzuhalten. Oft geschieht dies unter einer bestimmten Fragestellung. Das Ziel ist, sich durch die eigene Formulierungsarbeit Widersprüche, Unklarheiten oder Schwierigkeiten des Textes bewusst zu machen. Die Grundidee beim Exerpieren ist also, dass wir einem Text die wichtigsten Informationen entnehmen und diese kritisch einordnen. Dabei können wir ganz bewusst einen thematischen Schwerpunkt legen. Wenn wir einen Text resümieren, dann fassen wir die wichtigsten Informationen aus dem Text zusammen. Wir schreiben also ein Resümee. Es findet jedoch keine kritische Einordnung der Informationen oder eine Kommentierung der Informationen statt. In der Wissenschaft ist es sehr wichtig, dass wir verdeutlichen, wo wir unsere eigenen Informationen oder unseren eigenen Standpunkt darstellen und wo wir uns auf andere Informationen, also von anderen Personen, beziehen. Hierfür können wir zum Beispiel Zitate verwenden. Hier ein paar Beispiele. In meinen Videos zitiere ich regelmäßig Beispiele aus den Nachrichten. Unter den Beiträgen könnt ihr dann also auch immer die Quellenangaben sehen. Von den Studierenden wird eine korrekte Zitation und Quellenangaben erwartet. Um seine Argumentation zu stützen, zitiert der Autor andere Wissenschaftler. Als Student wirst du sicherlich auch mal selbstständig Daten erheben. Das bedeutet, dass du selber Daten sammelst. Du könntest beispielsweise eine kleine Umfrage durchführen. Vielleicht entwickelst du einen Fragebogen und lässt diesen von deinen Kommilitonen beantworten. Die Kommilitonen sind deine Mitstudierenden an der Universität. Diesen Prozess, wenn wir also die Daten erheben, nennen wir auch die Erhebung.
Kommen wir zu dem nächsten Schritt. Nachdem du deine Daten erhoben hast, wirst du diese analysieren. Du schaust dir deine Daten also detailliert an und analysierst sie auf bestimmte Merkmale. Also du untersuchst deine Daten. Häufig versuchen wir dabei, bestimmte Kausalitäten, also Zusammenhänge, zu identifizieren. Man sollte sich am besten bereits vor der Erhebung der Daten überlegen, wie man die Daten anschließend analysieren möchte. Doch wir können nicht nur Datensätze analysieren, sondern zum Beispiel auch Texte. Vielleicht fordert deine Professorin auch Folgendes. Bitte analysiert den folgenden Text und untersucht dabei genau den verwendeten Sprachstil. So etwas musste ich in der Schule beispielsweise sehr viel machen. Ich musste sehr viele Textanalysen oder auch Gedichtsanalysen schreiben. War das bei dir auch so? Manchmal stellen wir unsere Ergebnisse in einer Arbeit mit Hilfe von Graphen oder Diagrammen dar. Alternativ könnte man auch sagen, wir veranschaulichen die Ergebnisse mit Hilfe von Graphen und Diagrammen. Das Verb veranschaulichen kannst du jedoch auch auf einer, naja, abstrakteren Ebene verwenden. Ich habe in diesem Video beispielsweise versucht, euch die verschiedenen komplizierten Verben, die wir an der Universität nutzen, zu veranschaulichen. Ich habe also versucht, mit möglichst vielen Beispielen euch die Verben zu erklären. Und wisst ihr, wo ihr noch mehr Erklärung von mir bekommt? In meinen Deutschkursen. Weitere Informationen zu meinen Deutschkursen findest du auf meiner Homepage oder auch auf meiner Instagram-Seite. Das war's für heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.